Hallo und herzlich willkommen auf der Strecke Dresden-Schöna. Dies ist eine Demo-Version, welche den südlichsten Abschnitt der Strecke von Schöna nach Krippen beinhaltet. In diesem kurzen Szenario fahren Sie von Schöna nach Krippen und wieder zurück und können sich einen ersten Überblick dieser Strecke beschaffen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Fahren Sie nun aus dem Abstellbereich zum Bahnsteig in Schöna. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem mittlerweile vierten Testvideo, Testszenario, Let's Test, wie man es nehmen möchte. Eine sehr anstrengende Woche, immer noch für mich. Gott sei Dank ist er am Sonntag vorbei. Ja, wir testen heute die Beta-Auskupplung von Global Bridge Entertainment, Strecke Dresden-Schöna, auf dem Abschnitt Schöna-Krippen. Das heißt also, wir fahren zwei Haltestellen bis Krippen und dann ja, geht's wieder zurück. Wir haben keine zeitliche Begrenzung hier, also wir können uns ganz in Ruhe das mal alles angucken. Ich würde sagen, wir gucken uns natürlich erstmal hier so, versuchen so ein Gesamtbild. Das ist ja das Elb-Sandsteingebirge hier. Wir haben dieses Mal, Moment, das ist ja jetzt schon hier der Endbahnhof Schöna, soweit wie ich weiß. Müssen wir mal gucken, hier steht noch ein Zug. Das ist meinetwegen in Ordnung. Okay, also ich denke mal wohl, hier werden Portale, denke ich mal, wohl hinkommen. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, gerade für Szenario-Ersteller ist das dann natürlich, wenn man weiter hinten noch die Portale hat, nicht so, sage ich jetzt mal, wie auf der Strecke Ingolstadt-Nürnberg, wo man dann in Nürnberg sieht, wie die Züge ins Portal verschwinden. Ja, also landschaftlich auf jeden Fall, alter Schwede, mir fehlen wirklich, ehrlich gesagt, die Worte. Klar, so hier und da so ein bisschen könnte man vielleicht noch so, weiß nicht, so... Ja, doch, es sieht schon schön aus. Definitiv, wir schauen uns einfach mal hier um. Hier haben wir einen LKW. Actros. Ein Actros ist es. Das kann ich erkennen. Okay, ja gut. Sind ja hier nicht bei OMSI oder LKW-Simulator, sondern bei Train-Simulator. Also von daher... Oh, hier eine Tankstelle. Was ist denn das für eine? Orange Tank. Shop. Orange Tank. Wie teuer ist er hier? Diesel, bleifrei. Ah, müsste ich ja eigentlich mal mit einem 648er hier vorbeifahren. Diesel 1,50. Ach, geht. Leider wird das ein bisschen doof, ne? Ohne Schienen. Gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los hier an den Bahnhof. Leider kann ich den Wunsch mit der Virtual Railroads 143 oder 243 nicht nachkommen, weil ich die nicht habe. Deswegen fahren wir mit der 143 von Hagen Siegen. Ups. Ja, man kann bei dieser Beta-Auskupplung auch noch mit der 426 fahren. Dieses Szenario konnte ich jetzt leider nicht nehmen, beziehungsweise ich hätte es nehmen können auf Umwegen, weil ich muss ehrlich gestehen, ja okay, das erste, was ich gleich gemacht habe, war das Rollmaterial getauscht. Und zwar nicht mit der 426, sondern mit dem 648er. Aber das wollte ich euch jetzt nicht antun hier mit dem 648, das wäre... Da ist jemand nicht so begeistert von. Deswegen 143, auch eine schöne Lok. Sind ja auch, sage ich jetzt mal, nur zwei Haltestellen. Also auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, im Vergleich, wenn man jetzt so die Strecke vergleichen würde, Ingolstadt-Nürnberg und hier die Strecke, doch, Global Bridge Entertainment hat da schon sich definitiv mehr Mühe gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie in der anderen Strecke keine Arbeit oder so drinne stand oder drinne steckt, sondern ja, die Strecke ist doch ein bisschen, gut, die Felskanten sind ein bisschen,
Ich weiß es nicht. Ich, ist schon so lange her. Wir sind damals mal auf der Strecke bis nach Bad Schandau gefahren, aber so, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt so, boah, naja. Egal. Auf jeden Fall, ja, ich habe gestern Abend bzw. die Nacht schon mal in die Strecke reingeschnuppert und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, wirklich schön. Wir haben auch PCB-Magnete, die soweit funktionieren. Okay, stehen jetzt ein bisschen weit weg vom Gleis. Ob das Fahrzeugmagnet den erwischt, ist fraglich. Ja, gleich mal gucken. Können wir ja mal gucken hier. Wir haben keine Zeitbegrenzung. Das heißt also, wir können alles tun und lassen, was wir wollen hier. So. Können wir mal gucken jetzt hier. Aber ich glaube, der könnte ruhig noch ein Stückchen hoch und ans Gleis ran. Aber wir wollen jetzt nicht hier pingeliger sein als der Papst. Also Mensch, meine Güte. Na, gucken wir mal. Na. Nicht wirklich. Na gut, egal. Sind ja jetzt hier nicht bei der EBA, Eisenbahnbundesamt, sondern wir sind hier im Train Simulator und da kann man sowas ruhig mal verzeihen. So, und jetzt erreichen wir auch schon gleich unseren nächsten Halt, nämlich Schminker. Ansagen gibt es auch, wieder einmal vom Zugbegleiter, den wir ja schon bereits von der Strecke Ingolstadt-Nürnberg und auch von dem Szenario München-Garmisch-Partenkirchen kennen, sowie die Sprachspeicheransagen hören sich, glaube ich, diesmal ein bisschen anders an, von der Stimmlage her. Ansonsten eigentlich so die gleiche Tonlage. Nächster Halt, Schmielkai-Hirschmühle. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Ja, also auch hier schön, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade so welche kleinen, feinen Details hier, wie zum Beispiel diese Absperrgitter. Gehen mal kurz nach außen, damit ich euch mal zeigen kann, was ich meine. Hier sowas. Das ist natürlich, ja, definitiv, das macht schon eine Menge her. Ja, gerade wenn man dann so mehrere Sachen davon hat. Hier auch PZB-Magnet auf der richtigen Seite, ne? Jawohl, passt. Okay, also wenn jetzt ein Zug kommt, hätten wir ein Problem. So, dann gucken wir uns mal jetzt die Ausfahrt hier von außen an. Sandwich-Traktion, das wäre natürlich auch mal was Feines. Kann man machen. Hätte auch einen Steuerwagen nehmen können. Aber gut. Wobei, die Lok kommt ja jetzt von Hagen-Siegen. Da ist die Frage, ob es da einen Steuerwagen gibt. Also gibt es zwar schon, aber ob der fahrbar ist, ich glaube nicht. Ja gut, oberleitungsmäßig haben wir natürlich hier wieder ja genau das gleiche Problem wie auf der Strecke Ingolstadt-Nürnberg, dass zum Beispiel diese Knicke in der Oberleitung nicht gleich sind mit den Masten.
natürlich jetzt die Frage, ob das jetzt an den Ersteller dieser Strecke liegt oder an den Train Simulator, dass der vielleicht irgendwie durch die Kurve die Oberleitung selbstständig knickt. Aber eigentlich, ja gut. Da kommt jetzt irgendein Magnet, das ist wahrscheinlich wohl der 500er. Und 60 erwarten. Ja, also auf jeden Fall echt schön. Definitiv. Oh, die Tafel steht ein bisschen nah am Gleis. Da habe ich zum Beispiel die Nacht gar nicht drauf geachtet, als ich die Strecke gefahren bin. Ups, da fahren wir ein bisschen zu schnell. So, und jetzt erreichen wir auch hier Krippen. Nächster Halt, Krippen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Diese Zugfahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin doch echt positiv überrascht von dieser Strecke, zumal ja auch, jetzt kommt's ja, nennt mir mal bitte jemand einen Anbieter, der nicht sowas anbietet, der genau sowas anbietet, wenn man eine Strecke baut, so eine Beta-Auskopplung. Also es ist auf jeden Fall schon, man muss da schon mal Global Bridge Entertainment loben, dass die halt auch sowas machen, ne? Ebenso gut könnten sie auch sagen, nö, machen wir nicht. Wenn das kauft und euch nicht gefällt, dann ist das euer Problem. So hat man wenigstens die Möglichkeit, in der Beta ein bisschen reinzuschnuppern. Man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wieso, ja, in welchem Detail sich die restliche Strecke befindet. Letztendlich muss es jeder alleine wissen. Das ist natürlich klar, ich kann hier keinen irgendwie jetzt sagen, hier musst du jetzt machen oder so. Aber ich finde die Strecke schön. Also, muss ich ehrlich sagen, so zum Bummeln. Ja gut, hier, ja, die Wege noch ein bisschen, aber Mensch, meine Güte, das sind Kleinigkeiten, da mal kurz mit der Maus drüber gegangen, Bodenhöhe angepasst und dann sollte das eigentlich behoben sein. Oh, was haben wir denn hier? Eine Werft? Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Also die Idee ist ja... Mensch. Schick. Achso, und da werden dann die Schiffe zu Wasser gelassen. Das ist ja... Ist ja nicht schlecht, ne? So, wir müssen weiterfahren. Oder was heißt, wir müssen, wir können. Wir fahren mal ein bisschen gemütlicher, würde ich sagen. Fahren wir jetzt in die richtige Richtung? Ja, okay. So, gut. Okay, unsere Lok hat den falschen Panto gehoben. Was soll man dazu sagen? Ist eben halt die 143 von Aerosoft. Ich glaube, ich hätte doch den 648er nehmen sollen.
der ist ein bisschen von der Qualität her ausgereifter. So. Jetzt fahren wir mal ein bisschen gemütlicher, dann können wir mal so ein bisschen rechts und links hier gucken. Also hier, oi, das sieht doch wohl schick, schick. Moment, halt, stopp, das wollte ich nicht, das wollte ich. Ein schickes Foto mal machen. Für, oh, warum komme ich denn an und auf die F2-Taste? Also auf jeden Fall echt schön. Das muss man schon sagen. Aber hier mit Blumen und Brücken und Beton und Schienen und weiß der Kuckuck was, was da alles nicht so zur Bahn dazugehört. Das ist hier wieder ein Humor-Niveau sondergleichen. Ja, aber ich glaube, sowas kommt ganz gut bei euch an. Ich habe das ja gesehen mit dem DTG-ICE, so ein bisschen, so ein paar Sprüche auf Lager ist manchmal nicht verkehrt. Mich wundert es gerade, dass das Stellwerk nicht umkippt. So einen dünnen Sockel und so, puh. Würde ich aber nicht gerne und freiwillig drauf arbeiten, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich meine, der kann wahrscheinlich wohl GBE noch nicht mal was dafür, wenn das Ding so aussieht im Originalen, aber trotzdem, alter Schwede, also da würde ich nicht freiwillig arbeiten. Muss ja Angst haben, dass du nach vorne überkippst, samt des Gebäudes natürlich. Aber hier auch schön mit W, also Warteanzeige, KS-Signale. Also ist schon echt, echt eine schöne Strecke. Muss man jetzt einfach mal so lassen. Das ist, wie gesagt, naja klar, so ein paar Einzelheiten oder kleine Details, wo man noch sagen könnte, okay, Mensch, guck da nochmal drüber und aber ansonsten Begeisterung. So welche Kleinheiten eben halt hier mit den Bäumen. Das mal kurz angeklickt. Und mal kurz runtergesetzt, Mensch, meine Güte. Dit ist ja nicht viel. Alles echt schön. Ich meine die Strecke, ne? Nicht die Lok. Also das wollen wir jetzt mal gleich. Naja. Meine Meinung eben halt zu den ganzen Lokomotiven, die es so gibt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde Virtual Railroads und Rail Traction sowie RSSLO sind meiner Meinung nach bis jetzt die Spitzenreiter, was Fahrzeugbau angeht. Den Rest kannst du eigentlich, weiß ich nicht. Naja. Da kannst du dir dann aussuchen, ob du eine 218er mit Ludmilla Sound hast oder eine 143, wo du auf Fahrstufe 0 schaltest und weiß nicht, die Lok bremst automatisch runter, aber ganz schön hier. 80, 79, 78. Naja. Und ich sag euch, ihr könnt euch schon auf was freuen, definitiv. Aber da darf ich jetzt noch nicht so viel drüber erzählen, sogar gar nichts. Also von daher, das werdet ihr dann sehen. Irgendwann demnächst. Irgendwann halt. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ihr werdet bestimmt ganz doll überrascht sein und werdet euch bestimmt darüber total freuen. Die Begeisterung wird sich so in Grenzen halten, das ist, ach Mensch, ihr werdet so dumm aus der Wäsche gucken. Das könnt ihr euch gar nicht jetzt noch nicht vorstellen. Das ist Nächster Halt, Schmielke Hirschmühle. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Aber das werdet ihr dann sehen. Da darf ich wirklich das... Nee, das bleibt mein Geheimnis. Das habe ich versprochen und daran halte ich mich auch. Ja, deswegen. Also ich muss wirklich ehrlich sagen, vielleicht kann man irgendwie mal... ja gut, Global Bridge Entertainment baut ja nun auch oder hat auch eigene Fahrzeuge. So wie zum Beispiel den München-Nürnberg-Express, der in meinen Augen eigentlich gar nicht mal so verkehrt war. Also das war schon, man konnte das Fenster öffnen.
Also das ist schon, es ist zwar eine Kleinigkeit, aber das sind gerade die Kleinigkeiten, die viel ausmachen. Klar war er vielleicht von der Technik her noch nicht so ausgereift, aber ich meine, ey, Mensch, kommt, nobody is perfect. Gut, der Führerstand, okay, sah ein bisschen aus wie aus dem Pro Train oder aus dem Microsoft Train Simulator. Aber das ist halt... ich sag immer irgendwo, es gibt halt einfach Menschen, die es versuchen, um andere glücklich zu machen. Und die Arbeit auch schaffen. Zwar nicht ganz perfekt, aber sie schaffen's. So, und es gibt Leute, die haben so eine große Klappe und sagen, das ist scheiße, das ist Müll. Und dabei sitzen sie vorm Programm Blender und wissen noch nicht mal, wie ein Puffer da gebaut wird. Ja, und das sind so die Leute, wo ich liebst mal vor der Haustür stehen würde und den Hals umdrehen würde. Aber na gut, so hat jeder seine Vorlieben. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Ich finde es schön. Also ich meine, ich muss ehrlich mal sagen, ich bin... Herrlich. Sieht echt direkt mal schön aus. Also eigentlich... Ja, ich weiß nicht, es ist schwer zu erklären. So vom Begrün her auch ist es schon... ja, es sieht wirklich direkt mal schön aus. Finde ich. Wie ihr das seht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich will jetzt auch nicht hier so dick auftragen, nicht, dass dann irgendwie wieder heißt hier, du wurdest bezahlt und so. Nein, Gottes Willen. Ich bin unbezahlbar. Nicht Nächster Halt, erwerbbar. Schöner, Übergangsmöglichkeit zur Fähre nach Rensko. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Zugfahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Ja, und damit würde ich mich dann auch gerne von euch verabschieden, weil das Szenario ziemlich schnell beendet wird. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wirklich schon auf die Vollversion von dieser Strecke und ich hoffe einfach, oder was heißt, ich hoffe, die werde ich definitiv haben. Das kann ich jetzt schon sagen, weil, ja. Ja, ich werde sie definitiv haben. Vielleicht dann nicht gleich im Erscheinungszug. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen, weil das ja auch gegebenenfalls finanziell abhängig ist. Und ihr wisst ja, keiner von uns hat einen Esel im Keller, wo man mal mit einem Schälchen runtergehen kann. Aber gut, das können wir dann alles sehen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann Däumchen nach oben. Wenn euch die Strecke gefallen hat, natürlich Link packe ich unten rein für die Beta-Auskopplung. Ich glaube, unter diesem Link wird dann auch die Vollversion erhältlich sein. Muss ich mal gucken. Sobald die Vollversion auf meinem Rechner ist, wird auch ein Let's Play davon erscheinen, weil ja da auch der Dosto mit drinne hängt von Global Bridge Entertainment. Ja, ich würde sagen, bis dahin bleibt gesund und tschüss.